liebe Freunde des Skisports aus Hochfügen. Eine Woche ist schon wieder vorbei und deswegen ist es auch Zeit für unsere Freitagsnews. Bezüglich Wetter habe ich gehört, es soll am Wochenende eigentlich ziemlich gut ausschauen. Deswegen wollte ich jetzt Kevin noch mal fragen, wie schauen wir jetzt genau aus? Ja, da gebe ich dir recht. Das Wetter soll das Wochenende sehr gut werden. Also wir haben jetzt über Nacht, wenn wir noch ein bisschen Neuschnee hoffentlich dazukriegen. Und dann aber im Laufe des Samstags sollte das Wetter dann eigentlich wieder zunehmend blau werden mit Sonnenschein. Und am Sonntag sowieso blauer Himmel, Sonnenschein, perfekte Bedingungen zum Wintersport. Das klingt hervorragend und jetzt darf mich nur interessieren, wie schaut es jetzt im Gelände aus für all jene, die gerne mal neben der Piste am Weg sind? Also wie schon erwähnt, durch den Neuschneezuwachs, den wir erhalten über Nacht, wird es kleinräumige Triebschneepakete geben, die zu beachten sind, vor allem im kammnahen Bereich und Rinnen und Mulden. Ansonsten haben wir momentan Stufe 1 unterhalb 2300 Meter, Stufe 2 oberhalb. Durch den Neuschnee, wir wissen eben nicht genau, wie viel kommt, wird es wahrscheinlich sich steigern auf Stufe 2. Aber im Großen und Ganzen dürfte auch dem Geländespaß nichts im Wege stehen. Das klingt ja schon wieder grandios, da die Song. Von dem her wünschen wir euch ein schönes Wochenende und hoffentlich treffen wir euch auf der Piste.